Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Schmiert-Mir-Kanal. Leute, ich war letztens mal wieder beim Zahnarzt und der hat mir Folgendes empfohlen. Neue Zähne. Und die habe ich mir direkt besorgt. Leute, hier, Fake-Zähne. Natürlich habe ich mir meine anderen Zähne nicht gezogen, selbstverständlich nicht. Aber hier gibt es jetzt, ja, neunmal neue Zähne oder auch neun Gebisse. Ja, die sind natürlich fake, selbstverständlich Fake-Zähne. Klar, ist schon klar, ne? Gerade für so Kostüme oder sowas, ne? Wenn man sich als irgendwas verkleidet, zum Beispiel als Vampir oder so, ne? Da lohnt sich das auf jeden Fall. Und insgesamt haben wir neun Zähne, Fake-Zähne. Und die werden wir heute auch vor der Kamera probieren. Ich hoffe, das geht auch so schnell. Na, jetzt kriege ich das nicht auf. Mensch! So. Jetzt. So, und die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Einmal, die fühlen sich ja, ach so, ja, okay, damit man da auch richtig rein kann. Ja, das würde ich mal als so noch normal bezeichnen. Ja, das vielleicht nicht mehr so ganz. Aber ich möchte nicht urteilen. Dann haben wir sowas. Vampir, das sind hier Vampirzähne und die hier auch, glaube ich, ne? Also relativ ähnlich, oder Werwolf und Vampir. Dann hier... Oh Mann, ey, wie kommt man auf so welche Ideen? Wobei ich sagen muss, das ist bisher mein Favorit. Oh Mann. So, und hier fehlen zwei Zähne, okay, und das ist auch nochmal ganz normal, ein breites Grinsen. So, und ich werde heute alle probieren. Natürlich wasche ich die jetzt kurz. Und dann probieren wir jetzt alle vor der Kamera. So Leute, wir sind jetzt vor der Kamera, oder ich bin jetzt vor der Kamera, so und bei dieser Kamera kann man, hat man so ein Bildschirm, wo man sich selber auch sehen kann, ne, wenn ich jetzt hier so reingucke, das drehe ich jetzt um, oder den Bildschirm drehe ich um, damit es halt ein bisschen witziger für mich auch wird und vielleicht auch für euch. Kommen als erstes diese Zähne hier dran. Wie sehe ich aus? Schön oder nicht so schön? Nicht so schön? Ich weiß es nicht, wie ich aussehe. Man hat extreme Probleme zu reden, also man muss sie auf jeden Fall irgendwie dran kleben, aber dafür sind sie auch geil. Jetzt drehe ich das mal kurz um, ich möchte es mal sehen. Hallo? Hallo? Gehen wir mal über zum nächsten Ding. Ah, die muss man richtig dran kleben. Und die fallen immer runter, das ist nicht so gut. Also die muss man auf jeden Fall ankleben. Okay, so. Ich guck mir mal, ich will mal Vampir ziehen. Obwohl hier sowas hier. Das ist auch cool. Gut? Richtig gut, ne? Aber man kann nicht reden. Also man muss sie auf jeden Fall ankleben, Leute. Jetzt versuche ich mal noch Vampirzähne hier. Oh. Richtig schlimm. Und als letztes jetzt vielleicht noch diese Dinger. Also das ist eher Vampir. Okay, Leute. Das soll es auch gewesen sein. Weil diese Dinger, da muss man echt vorsichtig sein. Na, also eher ankleben. Ich wasche die jetzt mal lieber. Fühlen sich auch ganz komisch an. Also, ich glaube, die sind eher zum Ankleben gedacht, aber... So fühlen wir halt auf. Gut, ne? Leute, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch. Also, wenn ihr Daumen hoch, gleich kaputt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Abonnieren und aufs Glöckchen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!